herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Komm mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. So steht das in Hebräer Kapitel 4. Und das möchte ich dir heute sagen. Und dann heißt es weiter, dass wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott weiß, was du brauchst und er kommt nicht zu spät. Komm mit Zuversicht vor den Thron seiner Gnade. Hoffnung um 12. Heute wollen wir dich wieder ermutigen. Gottes unendliche Liebe. Schick uns dein Gebetsanliegen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Gottes unendliche Liebe. Das hast du bestimmt schon oft gehört, aber was machen wir daraus? Und ich sag dir, Gott schaut nicht dauernd auf das, was du falsch machst. Er schaut auf das, wie du vorwärts gehst. Jeden Schritt, den du vorwärts gehst, hat er eine Riesenfreude. Und wir meinen immer, dass Gott immer, ach, schaut, ach, das habe ich und das habe ich nicht richtig und das habe ich falsch gemacht und so weiter. Oh Gott, was bin ich doch so ein armer Sünder, ich krieg's nicht auf die Reihe. Nein, er freut sich über jeden Schritt, den du machst. Ich habe da so ein Beispiel, wo man mittendrin ist mit einem Enkelchen. Die Mama schaut nicht auf den Eimer voller Windeln, die voll sind, sondern sie freut sich über jede Bewegung, die das Baby macht, was es vorwärts macht, wo es neu ist. Und jetzt macht es das. Und schau mal, jetzt kann schon das. Jetzt kann schon stehen. Jetzt kann schon gehen. Und so weiter. Und so ist es auch mit dir. Gott schaut nicht auf deinen Mist, sondern er schaut, wie du vorwärts kommst und hat da eine riesen Freude an dir. Und danke, Herr. Danke, Herr, für jeden, der zuschaut, der nicht auf seinen Mist schaut und auf sein Misslungenes und das analysiert und durchkaut, sondern danke, Herr, für jeden, der Schrittchen vorwärts macht. Kleine Schrittchen, große Schritte. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass wir vorwärts gehen und uns nicht mit dem alten Vergangenen aufhalten. Danke, Herr. Amen. Amen. Eine Frau berichtet uns Folgendes. Liebes Gebetsteam, bitte steht ein im Gebet. Die Not ist sehr groß. Werde von einer Person erpresst, Geld zu geben. Jetzt kann sich nur noch das Wort erfüllen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Danke fürs Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du auch mit dieser Person bist, die da erpresst wird. Und ich danke dir, dass du auch da eingreifst, dass wir diesen Druck auf dieser Person einfach abschneiden dürfen, wo da Geld erpresst wird. Und ich danke dir, dass du zu dieser Person, die das tut, einfach auch reden kannst, dass du ihr Herz bewegst, dass sie aufhört mit dieser Erpressung. Ich danke dir, Jesus, dass du diese Situation veränderst und dass du eingreifst. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und dieses Gebetsanliegen kam per E-Mail. Ich benötige Gebet für meine Füße. Seit 20 Jahren trage ich Einlagen. Seit 8 Jahren haben die Laufprobleme stark zugenommen. Deformierungen zu Hohlfüßen, Abrollen ist kaum möglich. Ich möchte wieder beschwerdefrei laufen können. Ich habe mich trotzdem wieder beworben und hoffe, dass ich den Arbeitsplatz jetzt bekomme, wofür bereits gebetet wurde. Ich brauche aber Gesundheit, um den Arbeitsplatz erhalten zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Gebete. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Person kennst mit diesen deformierten Füßen. Und ich danke dir, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist und diese Füße wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, dass diese Füße sich wieder strecken in eine Normalität, so wie es hingehört. Ich danke dir, Jesus, dass diese Person wieder laufen kann, richtig wie... ja, wie du es vorgesehen hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst und auch dieser Arbeitsplatz, dass er gesichert ist, weil diese Person wieder fähig ist, das richtig zu machen, richtig zu gehen und auch dem Arbeitsplatz richtig nachzukommen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet.
Ein Mann schreibt für seine Mutter. Meine Mutter musste zur nächsten Chemotherapie ins Krankenhaus gebracht werden. Ich bitte um Gebet, dass der Tumor in der Lunge und die Metastasen in Leber, Knochen und Lymphsystem sich weiter verkleinern bzw. ganz verschwinden und keine weiteren Metastasen auftauchen. Weiterhin bitte ich um Gebet, dass es keine Nebenwirkungen bei der Chemo gibt und nicht nochmals eine Lungenentzündung. Ja, danke, Herr, dass du jetzt auch diese Sorgen, die Not kennst. Danke, Herr. Herr, dass dieser Tumor auch, Herr, besiegt ist und dass er weichen muss mit allen Metastasen am ganzen Leib und das alles, was ich das nach, was danach kommt. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr, dass wir in deiner Kraft und in deinem Namen Stopp rufen und gebieten, dass er verschwindet in deinem Namen, Jesu. Herr, ich danke dir dafür, dass er vertrocknet. Und Herr, danke, Herr, für komplette Heilung, Herr, dieser Frau in deinem Namen, Jesu. Amen. Amen. Und per WhatsApp kam dieses Gebetsanliegen. Hallo, ich bitte Sie, für meine Ehe zu beten. Meine Frau hat mich wegen eines Jüngeren verlassen. Ich liebe sie so sehr. Ich bitte darum, für uns zu beten. Dankeschön. Ja, Herr, oh, danke, Herr, dass du den Bund der Ehe segnen möchtest. Und Herr, danke, Herr, lass das auch diese Frau sehen und auch erleben, Herr. Herr, danke, Herr. Herr, dass nicht irgendwo Abenteuer alles ist, sondern Herr, auch, Herr, deine eingesetzten Regeln, Herr. Und du hast es gut gemacht. Und Herr, danke, Herr, dass aus dir, aus diesen Dingen, die du aufgestellt hast, Herr, das für uns nicht zum Zwang ist, aber zur Freude und zur Frucht, Herr, die hervorgeht. Ich danke dir dafür. Und Herr, rede du zu dieser Frau. Lass sie wirklich erleben und zurückkommen. Danke, Herr. Amen. Viele Gebetserhörungen erreichen uns. Und ein Mann schreibt uns Folgendes. Wir bedanken uns für eure Gebetsunterstützung. Unser Sohn spricht wieder mit uns. Lob und Dank. Und er kommt auch zu unserer goldenen Hochzeit. Was für eine Freude für diese Eltern. Eine Frau berichtet von einer Gebetserhörung von Hoffnung um 12. Eure Gebete um Besserung meiner Knieschmerzen sind sehr schnell beantwortet worden. Am Montag habt ihr für alle Anliegen gebetet, die nicht vorgelesen werden konnten. Gott hat eingegriffen. Ich konnte problemlos zur Arbeit fahren. Wie schön! Und auch diese Frau hat Gottes Hilfe erfahren. Danke für eure Gebetsunterstützung. Der Tumor in der Lunge meines Schwagers hat sich verkleinert und verkapselt. Es sind keine Metastasen mehr vorhanden. Gott ist gut. Und wir freuen uns mit. Wie wunderbar, dass man in einer Sendung Gebetsanliegen hat für eine Sache und bei einem anderen das genau als ziemlich selbe schon geheilt wurde. Und Gott ist weiter an der Arbeit. Er arbeitet auch gern an dir. Lass es zu. Schreibe uns, wenn du was Wunderbares erlebt hast, auf der WhatsApp-Nummer, die eingeblendet ist. Heute der Tipp des Tages. Löse dich heute von deinem Fehler zelebrieren. Wir zelebrieren so gerne unsere Fehler und schauen, dass die Fehler, dass wir analysieren. Und ich sage dir, löse dich davon und feiere den ersten Schritt, den du wirklich in die Freiheit tust. Den ersten Schritt, den du im Glauben tust, weg von all diesen Fehlern in die Freiheit. Du kannst gerne mit Kaffee und Kuchen feiern. Ich glaube, du musst irgendwie auch eine Substanz haben oder kauf dir ein paar schöne Schuhe oder was auch immer. Feiere den ersten Schritt in diese Freiheit. Wenn du uns dein Anliegen sendest, beten wir gerne für dich. Oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, wir sind Ende August in Hannover. Und da immer noch Abstandsregeln gelten, ist eine begrenzte Anzahl möglich. Wir sind in der Elim-Gemeinde.
Schau auf unsere Webseite Missionswerk unterwegs. Dort kannst du dir ein kostenloses Ticket buchen, wenn du mit uns dort dabei sein möchtest. Die Zeit ist schon wieder um und wir verabschieden uns von dir und wünschen dir noch einen schönen Tag. Also vielleicht bis Sonntag beim Livestream oder YouTube. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.